Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Der Sommer schreitet voran und es ist Herbstzeit und es gibt wieder so schöne Gräser. Und ich hab Kunden, die haben gesagt, machen Sie mir doch bitte einen tollen Pflanzkorb mit so richtig schönen spätsommerlichen Pflanzen, an denen man einfach lange Freude hat, viel länger als einen Strauß. Und genau so einen Korb zeige ich jetzt im Video. Aber vorher wollte ich euch noch zeigen, es gibt also jetzt so tolle Gräser. Das ist zum Beispiel jetzt so ein winterhartes Gras und das macht auch diese wunderschönen kleinen Blüten. Das ist ganz toll, das ist jetzt in Grün. Es gibt schöne Hortensien und bei Hortensien ist natürlich immer die Eigenart, die haben ganz kleine Töpfe. Ja, es gibt jetzt wunderschöne Hortensien und die haben natürlich gemessen an dieser großen Pflanze und an dieser üppigen Fülle an Blütendolden relativ kleine Töpfe. Die Gärtner haben die auch an Tröpfchenbewässerung und können die natürlich hervorragend ernähren. Und viele Leute sagen, oh, wie gieße ich die denn? Also wenn ihr so eine Hortensie in so einem Topf habt, dann am besten einen Eimer Wasser nehmen, in den Eimer Wasser tunken, bis es nicht mehr blubbert. Und wenn es dann alles schön durchgesaugt ist, die Erde, dann kann man es auch wieder in den Korb stellen. Oder man pflanzt sie auch gleich in den Korb, weil die Hortensien sind ja auch winterhart. Die kommen im nächsten Jahr wieder. Hier ist auch eine wunderschöne winterharte Pflanze. Das ist eine Rudbeckia. Auch sehr schön. Und ich finde auch diese Blüten ganz toll. Und die blüht auch noch jetzt richtig schön lang. Und ja, hier kommt was. Das ist natürlich jetzt der Klassiker von Margit. Gibt es auch tolle Videos dazu und da blende ich euch nochmal den Videolink ein. So, also hier kommt eine Spezialität von mir, das sind die Engelstrompeten und man sieht hier so diese schönen Knospen und die tollen Blüten. Und was man hier auch ganz toll sieht, ist, dass die natürlich auch erst blüht, wenn die sich so verzweigt, ja, wenn die so ein Y macht. Ich bin auch von einem ganz lieben YouTuber gefragt worden aus der Düsseldorfer Ecke, ob ich versende. Nein, ich versende jetzt nicht mehr. Ja, weil wie man sieht, die Stecklinge sind jetzt einfach zu groß und das passt jetzt einfach nicht mehr in ein Paket rein. Hier sind die Engelstrompeten in ihrer Blüte, die blühen in Gelb auf. Das Interessante ist, die blühen immer am Anfang gelb und wenn die so ein bisschen reifer werden, dann werden die so in diesem Aprikot-Rosé-Ton blühen die aus. Und ja, das sind jetzt, also die blühen jetzt bis zum Frost. Das ist echt der Hammer. Ja, und jetzt kann ich mal anfangen zu sammeln für meinen Pflanzkorb. Hier ist das wunderschönes Winterhartes, das ist ein Pfennigkraut. Das nehme ich schon mal mit für meinen Pflanzkorb. Leider relativ viel Autoverkehr und ich habe jetzt einfach mal mit ein bisschen Musik dieses schöne Arrangement, diese tollen Farben für diese spätsommerlichen Pflanzkorb ausgesucht und wir sind jetzt gleich im Laden und dann werde ich euch mal zeigen, wie wir das pflanzen und auch ein bisschen Deko dazu machen. Und es lohnt sich wie immer, es gibt einfach viele Tipps und Tricks und ich sage jetzt einfach, wir sind gleich wieder im Laden und dann machen wir weiter. So, also draußen filmen war echt schwierig, weil draußen fahren so viele Autos und ich möchte eigentlich gar nicht das Video immer stören. Zum Schutz meiner Hände erlaube ich mir, ein paar Handschuhe anzuziehen, weil ich hab eigentlich keine Lust, dass die völlig ruiniert aussehen. Und für dieses Arrangement habe ich jetzt einen richtig schönen Pflanzkorb, der mit einer tollen, stabilen Flechtung, die auch richtig schön sehr lange hält und der Witterung widersteht. Sollte dieser Flechtkorb auch mal ein bisschen poröser werden und ein bisschen älter, kann man die Flechtung mit Klarlack einsprühen. Das kann man also bei ganz vielen Weidenkörben auch machen. Das hilft super, dann sehen die wieder ein bisschen frischer aus, ein bisschen neuer. Klarlack blende ich euch nochmal ein und ist immer gut im Haus zu haben. Und dann sieht er wieder fast aus wie neu.
Ich habe jetzt hier nebenher mal, also hier ist Folie drin, das ist natürlich auch sehr brauchbar, weil die Erde soll ja nicht durch die Flechtung wegschwimmen. Ich habe Löcher in die Folie geschnitten, nehme ein Stück Drainagevlies und lege den Drainagevlies hier rein. So, dann nehme ich Hydrokulturkugeln und mache einfach eine kleine Schicht Hydrokugeln rein. Das reicht schon im Grunde genommen. Und dann kommt wieder ein Drainagevlies drüber, weil was ganz viele machen ist, die machen zwar unten Tonscherben oder ein bisschen was rein, aber die trennen nicht diese Tonscherben oder Hydrokugeln, die machen keine Trennung zur Erde rein. Und dann kann man sich das eigentlich schon fast schenken, weil das ist natürlich der Sinn der Übung, dass die Erde nicht in diese Drainage geht und dass dann der Belüftungseffekt für diesen schönen Korb, dass der Belüftungseffekt dann natürlich eintritt und dass die Erde, ja, dass die Erde nicht nach unten einfach so abläuft. Ja, also genau, die Erde, sprich, so durchsuppt. Das heißt, das Wasser wird eigentlich, wenn man gießt, zweimal durchgefiltert, durch diese zwei Drainagevlies. Und wenn man so pflanzt, dann können die Löcher auch nie verstopfen. Das ist, ja, das ist genau so, soll es sein. Jetzt muss ich natürlich erstmal schön Erde reinmachen. Aber ich habe einen großen Korb gewählt, weil ich habe ein großes Gras. Und das braucht natürlich auch ein bisschen Pflanztiefe. Und mit dem fange ich jetzt auch mal an, weil ich möchte den Korb mit Vorderansicht pflanzen. So, hier sieht man also, das ist jetzt eine wunderschöne Gärtnerwabe. Es hat ganz toll gewurzelt und man kann auch vor dem Pflanzen, ist immer gut, das Gras nochmal zu tauchen. Und man kann es auch nochmal so ein bisschen auseinanderreißen, die Wurzeln, ja, dann wurzelt es besser ein. So, man sieht, also es kann... Diese Tiefe kann ich jetzt schon gut gebrauchen, aber ich habe extra viel Erde geholt. Ich hoffe, die reicht auch fürs Video. Aber es ist auch ein großer Korb, wie man merkt. Und da muss einfach ein bisschen was rein. Dann nehme ich das Sedum. Das Sedum ist auch winterhart. Das ist auch diese sogenannte fette Henne. So schön rosa blüht. So, es hat auch einen relativ großen Topf, wie man hier sieht. Braucht also schon ein bisschen Platz in dem Korb drin. So, ich überlege mir jetzt zuerst mal, wie ich das Ganze arrangieren möchte, was ich wohin pflanzen möchte, weil ich habe ja noch ein paar Sachen. Ich könnte die Blätter, die Blätter nennen sich übrigens Heucherer, das sind Purpurglöckchen, ja, hier ist auch so schön auf dem Schild beschriftet, das ist auch winterhart, ist also eine ganz tolle winterharte Pflanze und auch das Pfennigkraut ist winterhart, ja, das sind Pflanzen, an denen man so viel Freude hat und die so lange halten, das sind ganz tolle Anschaffungen, die sich einfach lohnen. Weil es gibt schon viele Leute, die auch sagen, sie kaufen nicht so gern Blumensträuße, weil sie sagen, das geht ihnen zu schnell kaputt und sie haben zu kurz Freude. Sie wollen lieber Topfpflanzen und die wollen lieber Pflanzen, die auch wirklich ein langes Leben haben. Und guck mal, was das für eine prächtige Pflanze ist mit diesen Blättern. Natürlich sehr, sehr dekorativ, die Wirkung. Das ist ganz toll. So langsam wird mein Korb auch etwas voller. Und was man auch beachten sollte, ich kann das jetzt natürlich, ich muss ein bisschen unter den Blättern arbeiten, es tut mir leid, dass man es nicht alles in der Kamera sieht. So. Und was man auch immer beachten sollte, ist, dass die Pflanzhöhe so gemacht wird, dass die Erde maximal so hoch ist, wie die Folie endet. Ja, sonst hat man den Effekt, dass man gießt und dass dann die Erde oder beziehungsweise Wasser und Erde rauslaufen. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Da hat man immer die,
Entschuldigung, ich sage jetzt mal die Suppe auf der Terrasse. Und das ist doof. Das heißt, muss ich da ein bisschen mäßigen mit der Pflanzhöhe und gewisse Tiefen schaffen, dass auch das Wasser in die Erde gehen kann und eben nicht seitlich rausläuft. Da haben wir das Pfennigkraut. Da habe ich wieder eine sehr schöne Verbindung zu einem Video von mir, das ich gemacht hatte. Und zwar, ich habe mal Kräuterkörbe gehängt, also einen hängenden Kräutergarten. Da blende ich auch nochmal den Videolink dazu ein. Und da habe ich das Pfennigkraut zu den Kräutern gepflanzt. Und das sah ganz toll aus, weil das eben dieses schöne Hellgrün hat und diese wunderschöne frische Farbe. Und wie man jetzt schon sieht, und das wird auch bis zu 1 Meter lang. Ja, es wird auch ganz, ganz lang. Und dadurch ist es einfach eine Freude fürs Auge mit diesem schönen, frischen Grün. Ich glaube, den Korb muss man wirklich von verschiedenen Seiten dann auch betrachten. Ich versuche mal den Dreck ein bisschen wegzumachen. Den Erdeimer brauche ich noch, sorry. So. Immer die Pflanzen gut andrücken und die Erde auch gut andrücken, damit die gut sitzen und sich schön versorgen können. Und man merkt dann auch schnell, wenn man so in die Erde festdrückt, dann merkt man ja auch, an welchen Stellen noch ein bisschen Erde drauf muss und wo die so verschlüpft. Ja, spürt man ja dann ganz gut. Und also der Korb, der könnte beliebig irgendwo im Garten stehen und den kann man von allen Seiten natürlich dann schön angucken, weil auch der Efeu, der ist auch so ein richtiger Hingucker mit diesen panaschierten Blättern. Also, eigentlich finde ich, ist das jetzt schon so rundum eine recht gelungene Arbeit. Und ich würde mir diesen Korb sofort mit Kusshand hinstellen. Und ich überlege, ob ich noch etwas Deko dran mache, mit so einem Birkenzweig. Ja, so ein i-Tüpfelchen ist immer gut, gell? Ja, so, da kommt er auch schon. Der Birkenzweig, der muss natürlich auch verankert werden, damit nicht das passiert. Das war jetzt ein Vorführeffekt, das gerade bei mir passiert ist, dass der einem so entgegenrollt. Und ich drahte diesen Birkenzweig an. Also ich nehme wieder mal einen richtig dicken, festen Steckdraht. Ich möchte nämlich, den Steckdraht brauche ich, damit ich den Draht in die Erde einsteche. Und mir gefällt auch nicht so gut, wenn man diese Drahtstelle sieht. Und damit man die nicht sieht, so, die Erde kann jetzt weg. Damit man die nicht sieht, habe ich mir ein schönes Stück Moos ausgesucht, weil ich möchte einfach diese Drahtstelle mit dem Moos überkleben. Na, dann nehme ich einen Heißkleber. Ist übrigens auch ganz hilfreich, wenn man Handschuhe anhat. Dann verbrennt man sich auch nicht so schnell die Hände. So, dann mache ich ein bisschen Moos drauf. Und schon sieht keiner mehr, wie dieser Birkenzweig verankert wurde. Sieht keiner mehr den Draht. Ich halte die Pflanze weg und gehe mit dem Draht in das Erdreich rein und habe auch noch den Birkenast dazu hinzugefügt. Ja, ich wollte eigentlich auch noch diese schöne blühende Chrysantheme mit einpflanzen, aber ich hatte schlicht und einfach keinen Platz mehr. Die hat nicht mehr reingepasst. Und die hätte natürlich auch noch super dazu gepasst, aber das Sedum war mir wichtiger mit diesen pinkfarbenen Blüten als die Chrysantheme. Und so, ja, so ist der Korb jetzt voll. Ich bin fertig mit meiner Arbeit. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss beim Video dabei geblieben seid. Und es gibt so viele, viele, viele Videos. Es sind 100, 120, 130. Ich muss immer wieder zählen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe den Überblick verloren. Aber ihr gebt mir total Ansporn, dass ich mir immer wieder tolle Sachen ausdenke. Und immer, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, dann denke ich so,
eigentlich könnte ich das doch auch filmen. Ja. Also, so eine kleine Sucht, dass man eigentlich immer die Sachen gern filmen will. Also ich freue mich, dass ihr da wart und sage danke fürs Zugucken und sage einfach alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.